Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Glitch Video. Und zwar heute ein Glitch, der Mario Odyssey verändern wird. Warum sage ich das? Weil in Bezug auf Speedrun und andere Runs wird das Ganze sich jetzt, glaube ich, ein bisschen verändern durch diesen Glitch. Der Glitch ist doch relativ neu. Falls du Interesse an Mario Videos, Nintendo Content hast, dann abonnier den Kanal, dann verpasst du auf jeden Fall nichts. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Glitch. Viel Spaß! Dieser Glitch geht eigentlich in jedem Königreich und deswegen sage ich auch, er wird so vieles verändern. Ich denke, die 100% Runs zu Mario Odyssey werden sich auf diesen Glitch jetzt aufbauen. Erstmal. Und zwar geht dieser Glitch in jedem Königreich, wo ihr Gladion freischalten könnt, beziehungsweise wo der dort vorhanden ist. Und zwar dieser kleine Flugsaurier. Ihr kennt ihn alle mit der Brille auf. Ich werde euch den Glitch jetzt mal hier im Seaside Kingdom demonstrieren. Und zwar schnappen wir uns ihn. Und ihr braucht, um diesen Glitch durchzuführen, nur eine Plattform, eine Ebene, wo Gladion angeschrägt drauf steht. Wir nehmen mal dieses Rohr hier, diese Pipe, und stellen uns mal so schräge hin. Alles, was ihr dann nur noch tun müsst, ist, aus diesem Stand, wo Gladion schräg steht, loszugleiten gegen eine Wand. Und dann einfach müsst ihr gegen die Wand den Stick drücken und ihr backt durch die Wand. Und das geht wirklich bei fast jeder Wand. Und das ist das Krasse. Ich blende euch hier mal ein Video ein. Von einem kleineren YouTuber habe ich auch verlinkt in der Videobeschreibung. Der zeigt euch das nochmal, wo das noch überall geht. Ich habe das euch jetzt nur hier gezeigt im Seaside Kingdom. Und mit Gladion ging ja schon damals ein Glitch, wo man einfach immer an den Kanten in die Wand reingeklippt ist. Und jetzt, Leute, hat Nintendo das natürlich weggepatcht und jetzt kommt schon das nächste wieder. Dass man einfach überall, wo es irgendwie eine Option gibt, wo es den Flugsaurier gibt und wo man schräg stehen kann, einfach durch die Wand gehen kann. Und da bin ich mir sicher, kann man wahrscheinlich einige Monde schneller kriegen durch. Und deswegen bin ich mir eigentlich auch sicher, dass dieser Glitch Mario Odyssey so von dem Speedrun, 100% Speedrun und sowas, schon ein wenig beeinflussen wird. Also es würde mich zumindest extrem wundern, wenn es keinen Mond gibt oder irgendwas, irgendeinen Eingang, den man unter der Erde nicht schneller erreichen kann mit dem Glitch letztendlich. Deswegen wundert es mich nach der Entdeckung dieses Glitches, wenn das nicht irgendwie angepasst wird, weil wir kennen alle die Speedrunner, wie krass die sind. Auf jeden Fall ein Glitch, den ich in diesem Format noch abgedeckt haben wollte, weil es einfach wirklich ein einschneidender Glitch ist, der Mario Odyssey, was das Glitchen angeht, zumindest ein gutes Stück weit nach vorne bringt. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim selber Glitchen. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.